Was halten Sie davon, dass Audi wieder eine sehr große Summe an den FC Bayern springen lässt? Naja, grundsätzlich ist mir das eigentlich egal, weil ich bin jetzt nicht so ein Bayern-Fan und ja, das müssen Sie selber wissen, ganz ehrlich. Und was halten Sie davon, der Bayern-Fan? Ja, also für Audi ist vielleicht eine große Investition. Ich weiß jetzt, für den FC Bayern ist es vielleicht nicht ganz so viel, weil das ist ja über einen langen Zeitraum und die Summen sind heutzutage im Fußball auch nicht mehr so viel. Klar, es ist schwierig für Bayern jetzt für Audi in der aktuellen Zeit, aber ja, es stellt ja Markenpräsenz dar. Also denke ich schon, dass es sinnvoll ist. Also ist der Betrag im Verhältnis eigentlich gar nicht so hoch? Würde ich jetzt nicht zwingend sagen, nee. Also er ist auch nicht niedrig, aber ich glaube, es gibt deutlich größere Investoren. Und wie finden Sie das allgemein, dass Audi und der FC Bayern weiterhin zusammenarbeiten? Bedeutet Ihnen das als Ingolstädter was? Ja, ich bin jetzt erst hergezogen, also ich wohne hier erst seit ein paar Monaten. Deswegen als Ingolstädter vielleicht nicht, aber ja, ist halt eine schöne Markenpräsenz. Bayern ist ja auch der größte Verein der Welt. Und wenn da dann Audi dahinter steht, ist es, glaube ich, nicht schlecht für den Standort Ingolstadt. Was halten Sie davon? Ja, das ist halt so. Audi, klar, die bauen jetzt da Stellen ab, aber das sind halt direkte Kündigungen, sind es nicht, sondern das ist ja über längere Zeit. Und das wird ja in ganz Deutschland nicht so passieren. Und da kannst du praktisch nicht. Der FC Bayern, ja, der muss irgendwann auch Einschnitte in Kauf nehmen, wenn es so weitergeht. Ist klar. Ja, die Gehälter gehen ja ins Uferlose und irgendwann muss Schluss sein. Also das kann nicht so weitergehen, klar. Ich würde sagen, Bayern und Audi sind ja hiesige große Arbeitgeber. Ich denke, die Zusammenarbeit, die wird natürlich von beiden Seiten gewünscht. Und ich lasse mal die Summen außen vor. Ich begrüße so eine Zusammenarbeit, weil die Nähe zum Partner halt eben besser ist als meinetwegen zu Lamborghini oder Ferrari etc. Und Audi ist ein großer Arbeitgeber hier im Bereich und Bayern ist eine Weltmarke, genauso wie Audi. Ich hätte da nichts dagegen, wenn die sich zusammentun. Ne? Geld spielt für mich da nebensächlich, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber beide Marken, die repräsentieren und das finde ich gut. Was halten Sie von der verlängerten Kooperation vom FC Bayern und Audi? Na, ich finde es gut. Erstens mal, Bayern München gehört zu Bayern und Audi genauso. Und der ganze Hype, der jetzt getrieben wird um die Elektrofahrzeuge oder sowas, finde das alles ein bisschen übertrieben. Noch dazu, weil es nicht ausgereift ist. Und warum sollen die Bayern-Spieler nicht mit landestypischen Autos fahren? Audi sponsert die Fahrzeuge ja und verkauft damit auch sein Produkt. Finden Sie das also nicht gut? Doch, finde ich gut. Selbstverständlich, Werbung gehört zum Handwerk und das ist Werbung für Audi. Und Audi hat es jetzt zurzeit bitter nötig, dass Autos verkauft werden. Was halten Sie davon? Also grundsätzlich für den FC Bayern ist es sicherlich eine gute Verlängerung, weil der FC Bayern ist genauso ein Wirtschaftsunternehmen und mit der internationalen Konkurrenz muss man ja natürlich schauen, dass man da finanziell mithält. Dass da jetzt was Neues kommt oder da neue Gelder fließen, das ist ja im Endeffekt für mich nichts Überraschendes, da er auch vor kurzem mit BMW verhandelt worden ist und ich denke, dass da auch Druck auf Audi dann ausgeübt worden ist, damit man da verlängert. Aus volkswirtschaftlicher Sicht muss ich schon sagen, ist es natürlich aus Sicht des Audi-Konzerns, glaube ich, schwierig, weil man ja die Nachrichten mitbekommen hat, dass VW oder speziell auch Audi, dass die Stellen abbauen. Und wenn dann denen ihre Mitarbeiter lesen, ja, oder die ehemaligen Mitarbeiter, die dann wirklich im Endeffekt gehen müssen, wenn die dann lesen, ja, da werden 500 Millionen für, weiß ich nicht, 10 Jahre Sport ausgegeben. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, welches Standing mittlerweile der Fußball hat, ob das wirklich noch auch volkswirtschaftlich gesund ist oder ob das auch für den normalen Otto Normalverbraucher, der ja der Fan eigentlich ist, überwiegend, ob das für den überhaupt noch greifbar ist. Und aus meiner Sicht ist das für den normalen Fan mittlerweile nicht mehr greifbar, solche Zahlen, und ist auch nicht mehr zum Verstehen. Aber im Endeffekt sind das alles normal geführte Konzerne und da sitzen Top-Manager mit Top-Ausbildungen und die werden schon wissen, was sie machen. Und auch natürlich bei der Audi, die werden auch wissen, was sie sich zumuten können und was nicht. Vielen Dank.